Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Wer eine Flugreise für die Ostertage gebucht hat, kann sich seit gestern entspannen, seit sich die Lufthansa mit ihrem Bodenpersonal geeinigt hat. Dass es nun an Ostern definitiv keine Streiks geben wird, heißt aber nicht, dass es auch in den nächsten Wochen friedlich bleibt. Zum einen gibt es an den Flughäfen schwierige Tarifverhandlungen mit dem Sicherheitspersonal. Und die Lufthansa streitet außerdem noch mit ihrem Kabinenpersonal sowie mit Piloten und Flugbegleitern einer neuen Tochtergesellschaft. Tatsächlich wird in keinem anderen deutschen Unternehmen so viel gestreikt wie bei der Lufthansa. Irgendwas muss bei der Airline im Argen liegen, dass es da so viel Zoff gibt. Worauf man sich gestern Abend geeinigt hat, skizziert Isabel de la Vega. Die Kunden der Lufthansa sind hier am Frankfurter Flughafen richtig froh, denn es wird keinen Streik geben. Auf jeden Fall erleichtert jetzt für die Hinreise, aber auch vor allem für die Rückreise, dann, dass wir dann in 10 Tagen auch wieder sicher zurückkommen. Erfreut. Ich meine, erstens mit der Bahn. Ich konnte mit der Bahn herkommen und zweitens dann auch heute abfliegen. Sonst hätte man den Urlaub verschieben müssen. Ich finde, so auf dem Flughafen festzusitzen ist nicht unbedingt der Traum, wenn man in Urlaub will und sich erholen will. Nach 5 erfolglosen Verhandlungsrunden, mehreren Streiks und einer Schlichtung gibt es nun folgende Einigung fürs Lufthansa-Bodenpersonal. Durchschnittlich 12,5% mehr Gehalt, eine Inflationsprämie von 3.000 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Es ist ein Sieg für die Gewerkschaft, denn bis auf die Laufzeit hat sie sich mit allen Forderungen durchsetzen können. Wir haben Beschäftigte, die über 1.000 Euro am Ende mehr monatlich in der Tasche haben, also ein voller Erfolg. Wir sind auf dieses Ergebnis sehr stolz. Beim Lufthansa-Vorstand ist ein Paradigmenwechsel spürbar. Ein ordentliches Lohnplus. Anders als früher wird dies nun als unternehmerisch sinnvoll dargestellt. Das ist angesichts der Inflation eine Frage auch der sozialen Verantwortung, aber auch eine Frage für unsere Arbeitgeberattraktivität. Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Tausende Stellen hatte die Lufthansa während der Pandemie abgebaut und will allein in diesem Jahr 8.000 Arbeitsplätze neu besetzen. Die Airline muss Arbeitnehmer umwerben. Der Fachkräftemangel hat den Markt leer gefegt. Plötzlich ist der Kerosinpreis nicht mehr das Thema Nummer 1. Derzeit ziehen die Personalkosten an den Kerosinkosten vorbei. Das heißt, Personal wird der größte Kostenblock. Das heißt aber auch, erstens, dass Airlines in Hochlohnländern wie Deutschland eine schwierigere Wettbewerbsposition haben werden. Und zweitens heißt das, dass wir Verbraucher uns darauf einstellen müssen, dass die Ticketpreise auf Dauer hoch bleiben. Trotz der hohen Ticketpreise, hier freut man sich vor allem, dass es jetzt in die Osterferien gehen kann. Ja, Frank Bethmann, dass Kunden jetzt erleichtert sind, ist klar. Aber macht sich das auch an der Börse bemerkbar für die Lufthansa? Ja, auch. Die Lufthansa-Aktie kann heute zulegen. Ist sie doch bereits seit einigen Tagen im Steigflug. Die Airline hat ja 2023 prächtig verdient. Große Reiselust und gestiegene Ticketpreise werden auch weiterhin für gute Einnahmen sorgen. Allerdings werden jetzt auch die Personalkosten natürlich steigen. Mal sehen also, wie sich das auf die Gewinnsituation in diesem Jahr auswirken wird. Jetzt gibt es zwar Einigungen bei der Lufthansa und bei der Bahn auch, aber in anderen Branchen gibt es ja noch eine ganze Reihe Arbeitskämpfe, also im Einzelhandel, Chemie, Maschinenbau, und überall werden höhere Löhne verlangt. Ja, und sehr wahrscheinlich auch durchgesetzt. Das Leben ist teuer geworden. Die Menschen brauchen mehr Geld, um sich auch in Zukunft noch das leisten zu können, was sie in der Vergangenheit hatten. Helfen könnte dabei, dass sich ja auch die hohen Inflationsraten wieder in Richtung 2%, also in Richtung Normalität, bewegen. Und höhere Löhne bei gleichzeitig sinkender Inflation nähren die Hoffnung, dass die Leute wieder mehr konsumieren. Nur der Einzelhandel kann diese Theorie gerade gar nicht bestätigen. Die Umsätze sanken zuletzt, es wird gespart. Da passt es natürlich überhaupt nicht, wenn am umsatzstärksten Tag vor Ostern, also heute am grünen Donnerstag, gestreikt wird. Warnstreiks, nicht die ersten, dieses Mal bei Lidl und Kaufland. Zähe Verhandlungen, die sich bereits über 10 Monate hinziehen. Überall wird also hart gerungen, nicht nur bei der Bahn oder bei der Lufthansa. Dankeschön, nach Frankfurt. Dass Arbeitnehmer und Gewerkschaften im Moment in einer ziemlich guten Verhandlungsposition sind, zeigt auch der Blick auf den Arbeitsmarkt. Heute wurden die neuen Zahlen veröffentlicht. Rund 2,7 Millionen Menschen sind aktuell arbeitslos gemeldet. Das sind zwar mehr als vor einem Jahr, aber immer noch ein niedriger Stand.
Arbeitslosigkeit ist jedenfalls nicht das Hauptproblem in Deutschland. Ein weit größeres Problem ist der Fachkräftemangel, der längst erheblich dazu beiträgt, dass die Wirtschaft nicht wächst. Wir brauchen Zuwanderung, heißt es ja reihum aus der Wirtschaft. Aber Zuwanderer wollen nicht überall hin. Für Regionen, die als fremdenfeindlich gelten, wird das zunehmend zu einem Standortproblem. Susanne Seidel berichtet, wie in Greifswald versucht wird, gegenzusteuern. Omar Kaschko traut sich, für eine Kampagne Gesicht zu zeigen gegen Rassismus. Zusammen mit seiner Chefin Jeanette Mechel. Er kam 2015 aus Syrien nach Greifswald und hat sich hier zum Schichtleiter hochgearbeitet. Ja, das meine ich. Die Ausländer immer Chance geben. Und dann können wir später entscheiden, wenn das ist gutes Mann oder schlechter Mann. Die Firma ML&S stellt unter anderem Steuerungstechnik für Autos her. 650 Mitarbeitende, 70 davon nicht deutschstämmig. Viele von ihnen wollen ihr Gesicht lieber nicht auf Plakaten in der Stadt zeigen, aus Angst vor Rassismus. Und diese Angst kann nur dazu führen, dass sie über kurz oder lang das Land verlassen. Denke ich. Und für uns wäre das einfach als Wirtschaft, wir brauchen die Fachkräfte. Das werden wir nicht aus eigenen Mitteln schaffen, mit den Mitarbeitern, die heute in Deutschland da sind. Wir brauchen jeden Einzelnen. Greifswald ist Standort zahlreicher international arbeitender Firmen, Institute und einer Universität mit Mitarbeitenden aus der ganzen Welt. Der Deutsch-Kenianer Jada Ladou studiert hier Politik und ist bei den örtlichen Jungsozialisten aktiv. Immer wieder erlebt er rassistische Beleidigungen, sei es das Zeigen des Mittelfingers oder des Hitlergrußes. Er macht sie öffentlich, in der Zeitung und im Netz. Mein Ziel war es, Bewusstsein dafür zu schaffen, was People of Color, was schwarze Personen in Greifswald durchmachen und eben vorzuwarnen, dass der Umgangston in Greifswald sehr viel rauer wird. Professorin Katharina Riedel von der Universität reagiert. Sie mobilisiert alle wichtigen Institutionen der Stadt zu einer großen Demo und einer Kampagne gegen Rassismus. Mit der Fotoaktion will sie für mehr Toleranz werben. Längst spürt sie, dass Rassismus bei den Bewerbungen ein Thema ist. Wir sehen es jetzt schon, dass manche WissenschaftlerInnen bei Berufungsverhandlungen zum Beispiel durchaus auch Fragen zu den politischen Rahmenbedingungen hier stellen. Und dass das auch mit ein Entscheidungsgrund sein kann, eben hier nach Greifswald zu kommen oder eben auch nicht. Ein fatales Signal auch für das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Hier forschen internationale Wissenschaftler an einem Kernfusionsreaktor zur Energiegewinnung. Grund genug für Institutsleiter Thomas Klinger, an der Fotoaktion teilzunehmen. Das Wissen ist auch über die ganze Welt verteilt. Und wenn wir uns da auf unser Land bei allem Respekt beschränken würden, dann würden wir einfach nicht mehr die Qualität machen können, die wir brauchen. Man braucht das Wissen der ganzen Welt. Doch das kann er nur nach Greifswald locken und halten, wenn sich seine Wissenschaftler und deren Familien hier sicher und willkommen fühlen. Containerschiffe sind ja eigentlich Dreckschleudern. Bis oben hin voll mit Schweröl oder Schiffsdiesel tragen sie erheblich zum Treibhausgasausstoß bei. Das soll sich allerdings ändern. Nach EU-Vorgaben müssen große Schiffe ab 2050 ihren CO2-Ausstoß um 80% reduzieren. Wie das gehen kann, ließ sich heute im Hamburger Hafen beobachten. Da kam ein Schiff gefahren, das zwar aussieht wie ein ganz normaler Containerriese, aber dank grünem Treibstoff ein vergleichsweise klimafreundlicher Riese ist. Was es damit auf sich hat, berichtet Sven Rieten. Welcher Tag wäre für diese Premiere wohl besser geeignet als Gründonnerstag? Die Orne Maersk fährt mit grünem Methanol. Sie ist also in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Die Brücke vorn, um Platz für mehr Tanks zu schaffen, hinten nur ein Schornstein, da mindestens 2/3 weniger Abgase in die Seeluft gelangen. Für Chefingenieur Andreas Botz nicht weniger als die Zukunft der Schifffahrt. Das war lange im Gespräch und keiner hat eigentlich glauben können, dass es dann doch so zeitnah umgesetzt wird. Deswegen ist es natürlich ein sehr besonderes Event, dieses Schiff wirklich aus der Werft abzuholen und dann den ersten Schritt in die Richtung zu tun. Im Maschinenraum des 16.000 Containerriesen ist alles riesig. Die Anlage ist die größte ihrer Art. Sie verbrennt Methanol, eine Art Industriealkohol.
Im Moment wird das Methanol aus Biogas, Biomasse oder Restmüll gewonnen, davon aber gibt es viel zu wenig. Sinnvoll, aber viel teurer ist die Nutzung von grünem Wasserstoff, der gemeinsam mit CO2 Methanol bildet. Das CO2 wird zwar bei der Verbrennung wieder frei, kann aber aufgefangen und wiederverwertet werden. Es entstünden keine Abgase mehr. Methanol ist derjenige alternative Kraftstoff, der am wenigsten Umweltschäden mit sich bringt. Das heißt weniger Luftschadstoffe und auch wenn es ins Meer gelangt, nicht einen so riesigen Schaden anrichtet wie zum Beispiel Schweröl oder Diesel. Und zudem lässt er sich klimaneutral produzieren. Und daher ist es ein super gangbarer Weg, um die Schifffahrt klimaneutral und auch gleichzeitig umweltfreundlicher zu machen. Maersk setzt als erste Reederei überhaupt auf diese Technik. Die Dänen haben bereits ein kleineres Methanolschiff im Einsatz, um Erfahrung zu sammeln. Insgesamt sind 19 Containerschiffe mit diesem Antrieb bestellt. 2030 möchte die Reederei ein Viertel aller Container grün transportieren. Das ist für den Kunden zwar teurer, aber prestigeträchtig. Das Produkt, was im Container ist, da passen über 30.000 T-Shirts in einen 40-Fuß-Container. Wenn das $300-400 mehr kostet, dieser Transport, merken Sie das im Centbereich beim T-Shirt. Im Einzelhandel wird sich das wahrscheinlich gar nicht niederschlagen. Das Nadelöhr ist der Methanol-Nachschub. Erst nach und nach werden genügend Produktionsanlagen gebaut. Wohl erst 2050 wird es ansatzweise genug grünes Methanol für die dann gebauten Schiffe geben. Auch deshalb können die Orne Maersk und ihre zukünftigen Schwesterschiffe auch mit Diesel fahren. Stillstand kann sich keine Reederei leisten. Ein weiterer Vorteil von grünem Methanol ist, dass es sich im Wasser rückstandslos auflöst. Bei einer Havarie wird also nicht auch noch der Ozean mit Öl verpestet. Und jetzt geht's bei Heinz weiter mit anderen Nachrichten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat mehr Transparenz bei den vor kurzem mit Schwärzungen veröffentlichten Corona-Protokollen des Robert-Koch-Instituts angekündigt. Sie sollen weitestgehend entschwärzt werden, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Er wolle nicht, dass der Eindruck entstehen könnte, hier würde etwas bewusst verborgen oder es gäbe sogar eine politische Einmischung. Nach dem schweren Busunfall auf der A9 bei Leipzig hat die Polizei die Zahl der Todesopfer von 5 auf 4 korrigiert. 6 Schwerverletzte wurden noch in Krankenhäusern behandelt. Gegen den 62-jährigen Busfahrer aus Tschechien wird wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt. Der Bus war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Russland hat sein Veto gegen eine Resolution des Weltsicherheitsrates zu Nordkorea eingelegt, womit die Überwachung von Sanktionen gegen das Land durch UN-Experten praktisch aufgehoben wird. Mit der Resolution wäre das Überwachungsmandat um ein weiteres Jahr verlängert worden. Durch das russische Veto läuft es nun Ende April aus. Mehrere Sicherheitsratsmitglieder, darunter die USA, verurteilten den Schritt Russlands. Menschenrechtsorganisationen zeigen sich entsetzt über die Ernennung des Botschafters von Saudi-Arabien zum Vorsitzenden der UN-Kommission zur Förderung von Frauen. Human Rights Watch spricht von einer schockierenden Missachtung der Frauenrechte weltweit. Die 45 Mitgliedsländer der Kommission der Vereinten Nationen zur Rechtsstellung der Frau hatten den saudischen Botschafter zum Vorsitzenden der nächsten Sitzungsperiode ernannt. Saudi-Arabien werden seit Jahren massive Verletzungen der Frauenrechte vorgeworfen. Das UN-Mandat dauert ein Jahr. In Baltimore sind nach dem Brückeneinsturz die Leichen zweier Bauarbeiter geborgen worden. Sie wurden in ihrem Kleinlaster in 7 Metern Wassertiefe gefunden. 4 Menschen werden noch vermisst. An Bord des havarierten Frachters versuchen Ermittler, den Unfallhergang zu klären. Die Dali hatte auch Dutzende Container mit Gefahrgut geladen. Einige wurden beschädigt. Wenn solche Unglücke geschehen, stellt sich natürlich immer die Frage nach Schuld und Versäumnis. Bei technischem und menschlichem Versagen ist das leichter zu klären als bei Naturkatastrophen. Aber auch bei ihnen können gravierende Fehler geschehen, hätten Leben gerettet werden können, wenn Verantwortliche anders agiert hätten. Diese Fragen stellen sich auch im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal. Etwa, ob die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausreichend und rechtzeitig gewarnt wurden, als Gebiete am oberen Lauf der Ahr bereits Stunden zuvor überflutet wurden. 2 Ermittlungsverfahren sind anhängig, in denen Angehörige von Verstorbenen als Nebenkläger auftreten. Mitte April soll entschieden werden, ob Anklage erhoben wird.
Marion Geiger berichtet. Ralf und Inka Ort trauern um ihre Tochter Johanna. Sie kam in der Flut im Ahrtal ums Leben. Johanna war 22, Konditormeisterin. Zielstrebig, umsichtig, sagen die Eltern. Sie hatte sich informiert über das Hochwasser und nichts geahnt von der Gefahr. Hätte man der Johanna auch nur einen Hinweis gegeben, dass sie ihre Erdgeschosswohnung verlassen sollte, und wenn es nur eine Vorsorgemaßnahme gewesen wäre, sie wäre sofort gegangen, hundertprozentig. Johanna wohnte in Bad Neuenahr, 150 Meter von der Ahr entfernt im Erdgeschoss. Am frühen Abend machte die Feuerwehr eine Durchsage. Möglichst nicht in den Keller gehen, das klang für Johanna nicht dramatisch. Sie legte sich schlafen. In der Nacht rief sie an. Wir sind geweckt worden von dem Anruf von Johanna, kurz vor 12:30, mit den Worten, mir steht Wasser in der Wohnung, ich bekomme die Tür nicht mehr auf. Sie war komplett panisch, hatte Todesangst. Schrie dann halt auch, dass die Möbel sich bewegen, ja, und dann riss halt die Verbindung ab. Johanna Ort ist eine von 135 Toten im Ahrtal. Die Frage seitdem, warum wurde nicht rechtzeitig gewarnt und evakuiert? Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Gegen den damaligen Landrat Jürgen Pföhler und einen Feuerwehrmann, dem er die technische Einsatzleitung übertragen hatte. Zu klären ist, ob Landrat und Einsatzleiter verpflichtet gewesen wären zu handeln, was sie in der Lage damals wussten und wenn man zu dem Ergebnis kommt, eine konkrete Maßnahme oder Handlung wäre geboten gewesen, und dann ist die Frage, wer dadurch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Tod eines Menschen oder einen Personenschaden vermieden worden. Der Landrat war in der Flutnacht nur einmal kurz in der Einsatzzentrale. Danach laut Zeugen kaum noch erreichbar. Sein Anwalt sagt, er sei gar nicht zuständig gewesen. Denn eigentlich hätte bei dieser Lage das Land den Einsatz übernehmen müssen. Der Anwalt fordert, die Ermittlungen einzustellen. Das eigentliche Thema des Falles besteht darin, war diese Katastrophe in ihrem gesamten Ausmaß vorhersehbar und waren die Folgen vermeidbar? Beides ist ganz klar zu verneinen. Die Orts sind Nebenkläger im Verfahren. Sie fordern, dass der Landrat sich vor Gericht verantworten muss. Er habe den Katastrophenschutz schlecht aufgestellt. Er hat das organisatorisch und auch im Katastrophenfall persönlich in die Hand zu nehmen und hat es sowohl im Vorfeld als auch in der Katastrophennacht selbst nicht in die Hand genommen. Für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, dass es hier Konsequenzen gibt für dieses Versagen, dieses absolute Versagen. Ob Anklage erhoben wird, soll demnächst bekannt gegeben werden. Und jetzt schweifen wir weit in die Ferne, nach Kuba. Der Fidel Castro-Havanna-Mythos des Inselstaats ist ja schon länger verblasst. Auch karibischer Flair und bunte Oldtimer können nicht darüber hinwegtäuschen, welch krasse Armut es in Kubas real existierendem Sozialismus gibt. Trotzdem galt Kuba als politisch relativ stabil. Das hat sich geändert. Es häufen sich Proteste und Demonstrationen. Menschen, die Transparente hochhalten, auf denen steht, wir haben Hunger. Während die einen noch auf die Straße gehen, laufen andere gleich ganz davon. Kuba erlebt eine Massenflucht, wie es sie seit der Revolution 1959 nicht mehr gab. Claudia Bates berichtet. Sie würden so gerne bleiben, hier in ihrer Heimat. Aber es geht nicht mehr. Roxana und Raphael wollen jetzt nur noch weg, wie Hunderttausende vor ihnen. In den letzten Jahren. Ich werde das hier sehr vermissen, so sehr. Die Familie, die Freunde, die Orte. Aber es hilft nichts, es muss sein. Wir müssen nach vorne schauen, anders geht es nicht. Sie lassen uns keine andere Möglichkeit. Und am Ende sind wir dann hoffentlich besser dran. Mühsam haben sie sich einen kleinen Laden aufgebaut. Sie ist Informatikerin, er Bauingenieur. Aber damit lässt sich nichts anfangen. Auch der Laden wirft nicht mehr genug ab. Es ist sehr schwer. So hohe Kosten, Steuern, allein die Ware zu bekommen, ist schwierig.
Die Inflation liegt bei 30%. Der Tourismus ist während der Pandemie eingebrochen. Die Regierung reagiert mit massiven Preiserhöhungen. Benzin ist plötzlich 5-mal so teuer. Die Lebensmittelpreise schießen nach oben. Schon ein Pfund Tomaten kostet 100 Pesos bei einem Durchschnittslohn von 4.000. Die Preise steigen immer weiter. 5 Pfund Hühnerfleisch, das ist Nahrung für 2 Tage, das kostet zwischen 1.600 und 2.000 Pesos. Wie soll man in so einem Land leben? Häufige, lange Stromausfälle, es funktioniert einfach nichts mehr. Die Regierung räumt Probleme ein, schiebt sie aber, wie immer, auf das US-Handelsembargo. Es gibt einen außergewöhnlichen Faktor, der alles beeinflusst. Dass es nämlich offizielle Politik der mächtigsten Nation der Welt ist, das Leben für die Menschen in Kuba schwer zu machen. Demonstrationen. Sehr selten in Kuba, denn sie sind gefährlich für die Protestierenden, die mit Gefängnis rechnen müssen. Aber sie haben genug. Das US-Embargo, es trägt zu den Problemen bei, aber es reicht nicht als Erklärung. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner für alles verantwortlich sind. Ich denke, dass diejenigen schuld sind, die die Wirtschaft des Landes lenken und Veränderungen und Anpassungen vornehmen, ohne dabei an die Menschen zu denken. Roxana und Raphael wollen sich so bald wie möglich irgendwie in die USA durchschlagen, wo ihre Tochter schon auf sie wartet. Und jetzt geht's bei dir nochmal weiter, Heinz. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte fordert eine Abschaffung der Kinderkrankschreibung bei leichten Erkrankungen. Verbandspräsident Hubmann sagte der Ärztezeitung, es komme einem unnötigen Einsatz von Ressourcen gleich, wenn Kinderärzte eine harmlose Krankheit bescheinigen müssten. Wenn ein Kind unter 12 Jahren krank wird, können sich Eltern von der Arbeit freistellen lassen. Voraussetzung in der Regel ein ärztliches Attest. Die Deutsche Post stellt nach 62 Jahren die Beförderung von Briefen per Flugzeug innerhalb Deutschlands ein. Die Briefe sollen künftig für eine bessere Klimabilanz und geringere Kosten ausschließlich auf der Straße transportiert werden. Die Bundesregierung plant, der Post längere Brieflaufzeiten zuzugestehen. Die letzten 3 Flieger waren diese Nacht im Einsatz. Die letzte Maschine flog am frühen Morgen von Berlin nach Stuttgart. Wer sich ein sogenanntes Balkonkraftwerk zulegen möchte, hat ab kommendem Montag mit deutlich weniger Bürokratie zu tun. Die Zahl der persönlichen Angaben werde bei der Registrierung von 20 auf 5 reduziert, gab die Bundesnetzagentur bekannt. Balkonkraftwerke sind kleine Stromerzeugungsanlagen, die man sich privat auf dem Balkon installieren kann. 300.000 davon gibt es bereits in Deutschland. Island hat viel zu bieten, jede Menge Naturspektakel, wie die aus dem Boden schießenden Geysire, für die die Insel genauso berühmt ist, wie für die starken Islandpferde mit ihren Wuschelmähnen, die Wert darauf legen, nicht als Ponys diffamiert zu werden. Das Leben auf Island kann allerdings auch ziemlich rau sein, etwa wenn mal wieder ein Vulkan ausbricht. Außerdem gibt es auf Island Trolle und Elfen, von denen wir nur leider keine Fotos im Archiv haben. Diese sagenhaften Wesen haben womöglich damit zu tun, dass viele ihrer menschlichen Mitbewohner obsessive Geschichtenerzähler sind. Auf dem internationalen Literaturmarkt ist das kleine Land groß vertreten. Woher kommt das, hat sich Christat Lepple gefragt und findet Antworten darauf im neuen Buch von Haldur Gudmundsson. Island, Erde, die sich öffnet. Vulkane, die Feuer, Lava und Asche speien. Faszinierend beängstigende Naturspektakel. Bilder, die um die Welt gehen. Seit Menschengedenken kämpft die Insel mit Urgewalten. Keiner weiß es besser als Autor Haldur Gudmundsson. Natur prägt sein Land und seine Geschichten. Ausgerechnet jetzt, während ich dran schreibe, kommen 5 Ausbrüche und jetzt sind es inzwischen 7 geworden. Aber was es zeigt, ist natürlich auch, was an der Literatur fasziniert. Das ist dieses Zusammenspiel mit der Natur. Im Schatten des Vulkans, Gudmundssons neues Buch, ein fulminanter Ritt durch 13 Jahrhunderte isländischer Literatur. Prall gefüllt mit Sagen, Eddaliedern, Feen, Trollen, kühnen Helden und wilden Wikingern. Seine Grundthese ist einfach: Isländer sind die besten Geschichtenerzähler der Welt. Ja,
Nach so einem Buch muss man das ja bestätigen. Auf jeden Fall ziehen Sie schon sehr lange eine gute Geschichte immer der Wahrheit vor. Abenteuerlust, Überlebenskampf und Naturextreme am Rande der Welt, so Gudmundsson, liefern Stoff für Sagen, Märchen und Legenden. Der Schlüssel liegt im 13. Jahrhundert, im tiefsten Mittelalter. Island überliefert 11.000 Seiten Manuskripte in Muttersprache, Schweden 7, die Dänen keine einzige. Das Interessante ist natürlich zu sehen, wie so ein kleines Volk mit und durch die Literatur überlebt hat. Bis heute leiden nicht wenige Isländer an einer unheilbaren Krankheit, genau wie ihr Nobelpreisträger Halldór Laxness, Graphomanie. Was ist das denn? Das ist diese Schreibwut, die man da schon im 13. Jahrhundert sieht. Denn sie versuchten, ihre eigentlich schlechte Lage in diesem abgelegenen Land mit Geschichten zu verbessern. Wussten Sie, dass in Island 21 Hexen verbrannt wurden? Darunter eine einzige Frau, der Rest waren alles Männer. Oder dass die Isländer jüngst vom armen Bauernvolk zur fünftreichsten Nation der Welt aufgestiegen sind und gleich wieder abstürzten. So entstehen spannende Geschichten zum Weitererzählen. Heute heißt das Podcast. Dieses Format, wo man wieder zum mündlichen Erzählen kommt. Und dieses mündliche Erzählen gab es wahrscheinlich von Anfang an in Island. Und wird spannend sein. Im Schatten des Vulkans. Dieses Foto ist übrigens echt und entstand Mitte März nahe der Terrasse seines Hauses in Reykjavik. Mehr Dramatik geht nicht. Kein Wunder in Island, wo die Erde brodelt und der Himmel sich blutrot verfärbt. Da gilt eine weitere alte Isländerweisheit. Nichts sollte man planen. Am besten, man macht es einfach. Wem Island gefällt, den reizt vielleicht auch die Mongolei. Auch ein Land der Extreme. Und dorthin nimmt sie gleich unsere Terra X Reisereportage mit. Und um 0.15 Uhr dann unser Heute-Journal-Update mit Gundula Gause. Morgen am Karfreitag gibt es kein Heute-Journal. Samstagabend melden wir uns dann wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Wenn wir uns die aktuelle Situation so anschauen, dann sieht das hier in Deutschland ja erstmal ganz ruhig aus. Aber westlich von uns liegen einige Tiefs. Und dieses Tief hier über Frankreich, das zieht bis morgen Abend weiter bis zur Ostsee und bringt viel Regen mit und auch milde Luft. Heute Nacht verlässt uns der letzte Regen erstmal hier Richtung Nordosten. In der zweiten Nachthälfte setzt bereits neuer Regen im Westen ein. Und so sinken die Temperaturen am Niederrhein bis 8 Grad. Bis auf minus 1 Grad geht's am Alpenrand runter. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen in der Nordwesthälfte bei 10 bis 14 Grad. In der Südosthälfte sind es 15 bis 22 Grad. Und morgen Vormittag wird es erstmal kräftig regnen. In Rheinland-Pfalz, in Hessen, im Saarland, aber auch Richtung Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen. Von der Ostseeküste bis zum Alpenrand ist es ganz freundlich. Am Nachmittag lässt dieser anhaltende Regen nach. Dann werden Sie auch im Emsland mal wieder die Sonne zu Gesicht bekommen bei Südwind. Und dann kommt der Karsamstag und damit gleich schon wieder das nächste Tief. Das startet hier über den Pyrenäen. Es bringt aber gar nicht so viel Regen mit, dafür aber Sahara-Staub. Der breitet sich bis Karsamstagabend bis zur Ostsee aus. Und deswegen ist noch gar nicht ganz klar, ob denn tatsächlich die 24 Grad hier im Osten erreicht werden oder ob die Sonne hinter milchigen Wolken verschwindet. Das Osterwochenende wird dann also insgesamt ganz freundlich. Ostermontag dann aber wird es wieder deutlich wechselhafter. Guten Abend.